Ja, herzlich willkommen im Kreativatelier Aufblühen. Hier seht ihr noch wunderschöne spätsommerliche Frühherbstblumen. Ihr seht hier noch die Dahlien, dann haben wir noch Kräuter, Minzen im Garten und natürlich den wunderschönen Sonnenhut, Sahara, Kosmeen blühen noch, Skabiosen, Rosen, Eukalyptus, Minzen. Also es ist noch ein großes Repertoire und ihr seht jetzt wieder in den Läden die Herbstpflanze, hier die Stacheldrahtpflanze, die eigentlich aus Australien kommt, aber bei uns zu dem Herbst dazugehört. Und ich möchte euch eine schöne und schnelle Deko-Idee mit dieser Stacheldrahtpflanze oder auch Calocephalus zeigen. Und zwar wirklich mit wenigen Mitteln. Ihr braucht eigentlich nur eine Pflanze im Topf, dann braucht ihr eine Blumenschere, dann Blumen aus dem Garten. Ich habe hier jetzt Kosmeen geschnitten. Wenn ihr eine Alternative machen wollt zu den Blumen, dann würde auch eine Kerze mit einem Kerzenstecker passen. Und ihr braucht Basteldraht. Ich habe hier einen in Silber genommen, damit er sich eben gut anschmiegt und angleicht an die Silberfarbe der Silberdrahtpflanze. Ja, die Idee stammt nicht von mir, ich kombiniere die aber mit einer Idee von mir, und zwar die ich euch im letzten Video schon gezeigt habe. Das ging ja über das Heidekraut und da habe ich Heidekraut verbunden mit Orchideenröhrchen und das möchte ich auch heute machen. Als erstes müsst ihr erstmal eure Stacheldrahtpflanze vom Topf befreien und dann werden wir heute beides brauchen. Einmal brauchen wir hier den Topfballen und wir brauchen unseren Stacheldraht. Und ich gehe jetzt erstmal so vor, dass ich den Stacheldraht abschneide vom Topfballen und mir den so ein bisschen rundlich zurechtbiege, dass der so ein, ja, nicht direkt Kugelform, aber in diese Richtung Kugelform geht. Und dann nehme ich meinen Stacheldraht und guck, da habe ich ja abgeschnitten, also das ist die Unterseite sozusagen, da gehe ich so ein bisschen mit den Fingern rein und mache mir hier so ein bisschen so ein, wie so eine kleine Höhle, wie ein Loch, denn ich möchte diesen Teil einfach auf meinen Topfballen ziehen. Das fand ich echt eine clevere Idee und das mache ich jetzt auch einfach und drücke den dann richtig schön drauf und mache mir dann sozusagen eine Stacheldrahtkugel mit dem Topfballen. Und dazu benutze ich dann mein Basteldraht. Ich gehe einmal rum und je nachdem, wie eng ich binde, desto ja, weniger wild ist das. Ich kann es natürlich auch so ein bisschen wild lassen, das liegt an mir. Es hängt ein bisschen davon ab, wie eng ich eben das Ganze binde und wie oft ich mit meinem Draht dann um meine Kugel gehe. Ihr seht, ich habe hier die beiden Enden und verzwirbel die jetzt erstmal miteinander, damit ich einen guten Anfang habe, lasse dann das eine Ende schön verschwinden und dadurch, dass sie farblich gleich sind, fällt auch der Draht gar nicht so auf. Und jetzt gehe ich einfach drumherum und binde mir meinen Stacheldraht an den Torfballen. Das mache ich einfach mit meinen Händen, kann auch unten rumgehen, das ist ganz egal. Muss nur gucken, dass der Stacheldraht wirklich möglichst bis zum Boden geht, dass das eben hier ein schöner Abschluss ergibt. Ja, und jetzt wickel und wickel und wickel ich erstmal so lange, bis ich nachher ein schönes Stacheldrahtpaket habe. So, jetzt bin ich zufrieden mit meiner Wickelung und jetzt, so sieht das von unten dann aus, schneide ich meinen Draht ab und gehe mit meinem Draht einfach hier in meinen Topfballen hinein. Dann haben wir hier einen schönen Abschluss, kann das Ganze auch immer noch so ein bisschen nach unten ziehen. Und mit Handdruck kann ich mir das auch noch mal so schön hinstellen, dass es auch wirklich einen guten Stand hat auf dem Boden. Ja, und jetzt kommt meine Idee von letzter Woche. Ich nehme hier mein Orchideenröhrchen und das darf nicht größer sein und höher sein als mein Topfballen. Deswegen ist es gut, sich jetzt auch noch mal einzudecken, sowohl mit Basteldraht als auch zum Beispiel mit Röhrchen. Alle Infos, wie ihr 10% sparen könnt, in der Infobox unter dem Video. Jetzt mache ich mir in der Mitte hier so ein kleines Loch und gucke, dass ich das so gerade ansetze. Und dann presse ich das mit Handdruck in meinen Topfballen hinein. Das fülle ich jetzt mit Wasser. Und dann habe ich
wie eine Mini-Vase in meiner Stacheldrahtkugel. Und da kann ich jetzt meine wunderschönen Kosmeen, hier seht ihr sie, frisch geschnitten aus dem Garten mit wunderbaren Sorten. Das müsste Aprikotta sein. Genau, und die füge ich jetzt ein in mein kleines Orchideenröhrchen. Ich kann natürlich alle möglichen verschiedenen Sorten an Blumen nehmen. Das ist euch überlassen, was ihr da habt. Ihr könnt auch Chrysanthemen reinmachen. Kosmeen oder Schmuckkörbchen, das sind für mich immer so die Tänzer der Blumen. Und ich mag das, wenn die dann so filigran über dem Arrangement schweben. Und hier eben in Kombination mit unserer Stacheldrahtkugel, die wir selbst gemacht haben. Ihr seht wenige Minuten und ein wirklich toller Effekt, denn wir haben sehr, sehr lange was von dieser Stacheldrahtkugel. Die können wir mit nach drinnen nehmen oder nach draußen. Und genau, die hält wirklich richtig lange und die Blumen können natürlich dann immer wieder neu ausgewechselt werden. Und das fand ich einfach eine ganz schnelle, fast minimalistische Idee. Und man kann es sich wunderschön arrangieren, jetzt auch mit den Kürbissen oder mit Früchten wie Trauben oder Äpfel aus dem Garten. Einfach ein paar Dinge auf den Tisch legen, vielleicht noch ein paar Kastanien dazu. Oder hier, ja, die Esskastanien habe ich hier hinten. Und schon habe ich ein wunderschönes, herbstliches Arrangement. Das Ganze geht natürlich auch mit einer Kerze. Und hier habe ich jetzt einfach meinen Kerzenstecker mit einer weißen Kerze hineingesteckt. Hält wunderbar, man braucht gar keinen giftigen Steckschaum, sondern alles hier mit Natur, eben mit dem Torfballen bzw. Erdballen und dann eben meinem Stacheldraht. Ja, schreibt mir doch mal ganz gerne in die Kommentare, was euch mehr anspricht. Würdet ihr die Stacheldrahtkugel kombinieren mit einer Kerze oder eben mit dem Orchideenröhrchen und eben hier mit den Blumen? Ja, ich hoffe, ihr habt eine richtig schöne Inspiration wieder gewonnen, mit wenigen Mitteln sich etwas ganz Wunderbares und Eigenes zaubern. Das macht wirklich große Freude und ist ein großes Geschenk, ja, über das wir uns wirklich jeden Tag dann freuen können oder worüber sich andere freuen. Ja, ich hoffe, ihr habt wieder eine richtig schöne Deko-Idee gewonnen, um es euch selber gemütlich zu machen zu Hause jetzt, wo die Dunkelheit wieder ein bisschen mehr zunimmt durch kürzere Tage. Und wenn ihr meinen Deko-Kanal noch nicht abonniert habt, macht das doch einfach, um keine Idee mehr zu verpassen. Und unbedingt auch die Glocke aktivieren, um benachrichtigt zu werden, wenn ein neues Video erscheint. Ja, ganz herzliche Grüße und bis nächste Woche, Freitag.